Weiter geht's mit Teil Nummer 3 meiner Miniserie über das Logic 10.8 Update. Heute schauen wir uns den Beatbreaker an und ich kann dazu nur eins sagen: Oberhammer. Kein langes Gequatsche vorweg, wir legen gleich los. Was ist der Beatbreaker? Ich würde ihn als Echtzeitmanipulator für Beats bezeichnen. Er arbeitet hier mit Slices, wie du schon vom Quicksampler kennst. Und für jedes Slice kannst du hier Time, Repeat und Volume Werte festlegen. Diese Werte findest du hier links. In der Mitte findest du Input, Speed und Curve-Sektion. Das sind Einzeleinstellungen oder Feineinstellungen für diese einzelnen Slices, die du hier nachbearbeiten kannst. Rechts hast du die Edit-Sektion. Hier kannst du Beatlänge, D-Klick und Mix einstellen. Und hier unten hast du eine umfangreiche Preset-Sektion. Kurzer Theorieteil vorweg, wir fangen gleich an. Ich habe jetzt hier mal einen Beat reingeladen. Und wenn wir jetzt in der Grundeinstellung sind, passiert zunächst mal noch nichts. Du siehst hier links, dass der Beat hier durchläuft. Das sind die einzelnen Instrumente dieses Beats. Und hier rechts hast du deine Slice-Funktion, wie erwähnt schon, beim Quicksampler. Und wenn du jetzt kreativ mit diesem Beat arbeiten möchtest, ist nichts einfacher als das. Du kannst jetzt ein Slice oder ein Stückchen hier schnappen und kannst es einfach auf ein anderes Instrument schieben und bekommst dadurch dann natürlich einen ganz anderen Charakter dieses Beats. Probieren wir es gleich mal direkt aus. A-B-Vergleich, das ist der Originalbeat und mit Beatbreaker. Soweit schon mal ziemlich cool. Wenn du möchtest, kannst du jetzt natürlich auch Slices hinzufügen und zwar ganz einfach über Doppelklick. Wenn du sie wieder löschen möchtest, kannst du wieder doppelt draufklicken. Das ist, glaube ich, genau gleich wie beim Quicksampler auch. Diese einzelnen Slices kannst du jetzt noch weiter manipulieren. Zum Beispiel kannst du die Tonhöhe verändern. Und zwar musst du dazu einen Slice markieren. Siehst du das? Es ist ein bisschen schwierig, manchmal da drauf zu klicken. Und jetzt kannst du nach links oder nach rechts ziehen die Maus und kannst dadurch die Neigung dieses Slices hier verschieben. Wenn ich jetzt also hier nach oben gehe, dann wird der Ton gepitcht. Das heißt, dieses Sample wird dann höher abgespielt. Wenn du extreme Werte einstellst, dann spielt er das Sample hier wieder, dann schneidet er es und spielt es praktisch hier wieder von vorne ab. Wenn du auf die andere Seite gehst, also in negative Werte hier nach links, dann bekommst du einen Reverse-Effekt. Hältst du ein Slice hier mit Command-Klick fest, dann kannst du auch die Kurve selber verändern hier. Das heißt, du kannst den Effekt schneller machen lassen, also die progressive Steigerung von so einem Effekt kannst du dann hier noch beeinflussen. Du hast ja schon vielleicht festgestellt, es ist manchmal so ein bisschen stressig, die Slices hier anzufassen. Und das kannst du ganz einfach auch hier oben machen. Du hast hier oben auch nochmal, wenn ich jetzt hier auf diese Kurve gehe, hier oben kannst du die Kurve auch verändern. Das ist manchmal fast besser. Ja, hier kannst du auch auf so Extremwerte einstellen und da kannst du dir leichter fahren. Und teilweise ist es leichter, so zu arbeiten dann. Wie bei fast allen Logic-Plugins, wenn du Option-Taste gedrückt hältst und hier oben doppelklickst, dann hast du wieder den Originalwert, in dem das Sample war. Sehr interessant kann es auch sein, wenn du mit der Beatlänge hier experimentierst. Dann scannt er nämlich langsamer oder schneller durch den Beat, ohne den Pitch zu verändern. Im Moment sind das 4 Beats. Ich kann jetzt auch mal auf 8 oder 16 oder vielleicht sogar nur einen Beat gehen. Ganz schnell. D-Klick kann dir dabei helfen, falls ein Beat jetzt sehr viele Klicks hat oder die Klicks sehr präsent, sehr prominent sind, dann kannst du die hier runterfahren. Ist jetzt bei diesem Beat im Moment nicht der Fall. Und Mix kannst du dir vorstellen, wie bei Delay oder High-Plugins, eine Wet-Dry-Regler, wo du den trockenen, also den unbehandelten, unbearbeiteten Beat dazu mischen kannst mit dem bearbeiteten. Ich kann jetzt mal hier runtergehen, dann haben wir den Original-Beat. Jetzt
fahre ich den Beatbreaker mit rein. Und wieder auf 100%. Ganz kurz, bevor wir gleich weitermachen, falls du ganz neu bei Logic bist, die es gerade erst gekauft hast oder von einer anderen DAW auf Logic umgestiegen bist, dann möchte ich dir meine Logic Workflow Checkliste ans Herz legen. Da gebe ich dir 10 heiße Tipps, wie du Logic für dich optimierst, wie du Logic für dich perfekt einstellst und wie du deinen Workflow in Logic Pro massiv beschleunigen kannst. Logic Workflow Checkliste ist ein PDF, das schon vielen Leuten weitergeholfen hat, habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt. Da kannst du dir das runterladen und jetzt geht's weiter. Schauen wir uns als nächstes mal die Presets an. Die findest du hier unten in der Preset-Sektion. Und ich habe hier einen neuen Beat reingeladen, den hören wir uns mal an, während ich durch diese Presets klicke. Halftime ist übrigens hier schon mein absoluter Favorit. Los geht's. Allein durch die Presets kannst du hier schon wahnsinnig viel machen, falls du nicht selber manipulieren möchtest oder falls du irgendwie einen Writer's Block hast und gerade selber keine guten Beats bauen kannst. Hier rechts, wo dieser Stift ist, findest du Presets, die du einstellen kannst, und zwar für jedes einzelne Slice. Ja? Ich kann jetzt hier bei diesem Straight of Hand oder für jedes einzelne Preset, so rum, kann ich jetzt hier ein anderes Preset einstellen. Da gibt es wahnsinnig viele davon, mit denen du rumexperimentieren kannst. Natürlich kannst du auch deine eigenen Beats hier speichern, Save Pattern As, und kannst sie dann wieder abrufen. Schauen wir jetzt noch mal zwei weitere super coole Funktionen im Beatbreaker an, und das sind Repeat und Volume. Du kannst hier ähnlich wie im Step Sequencer schnell einzelne Instrumente, Snare Drum Schläge zum Beispiel, repeaten, also Wiederholungen. Und die Wiederholungen legst du fest, indem du auf einen Slice klickst und dann nach oben ziehst. Ich probiere das direkt mal in Echtzeit aus. Okay, geht sehr, sehr schnell, sehr, sehr intuitiv, sehr einfach. Über Volume kannst du die Sache jetzt noch weiter treiben und kannst Crescendos oder Decrescendos einbauen. Ich mache mal hier, wo ich die Slices eingebaut habe, die Sache ein bisschen lauter. Wenn ich jetzt ein Crescendo möchte, gehe ich einfach hier über Shape, in diesem Fall jetzt mal rein, und kann hier mir ein schönes Crescendo bauen. Das heißt, der Roll fährt dynamisch von sehr, sehr leise nach sehr, sehr laut. Also nochmal, falls das nicht ganz klar wurde, das Slice, das du bearbeiten möchtest, das musst du immer aktiv anklicken. Und der kleine Nachteil ist, es ist teilweise ein bisschen schwer zu greifen. Hier siehst du, jetzt hat es nicht ganz geklappt. Das müssen wir vielleicht noch ein bisschen verbessern. Und du kannst ein Slice nur bearbeiten, wenn es tatsächlich angeklickt ist. Wenn es aktiviert ist, wird es ein bisschen dicker und dann kommt dieser Schein hier dazu. Du siehst jetzt hier noch diese gestrichelte Linie, die in der Mitte durchgeht. Und wenn du hier draufklickst, dann schnappt das bearbeitete Slice wieder zurück auf den Originalpunkt, wo es ursprünglich war. Das geht übrigens auch wieder, wenn du die Option-Taste gedrückt hältst und hier drauf klickst, dann springt er auch wieder zurück. Jetzt interessiert mich deine Meinung. Was hältst du von diesem Teil? Also ich finde es wirklich richtig krass. Ich finde es super intuitiv zu bedienen. Und ganz kurz nochmal, wir haben diese Mastering Suite, die neue, angesprochen. Und da gab es auch relativ viel Kritik gelesen, das sei ein Kindergarten. Vielleicht sagen sie das jetzt hier auch wieder, dass das irgendwie so ein Beat-Bearbeitungstool oder Erstellungstool für Kinder ist. Man muss dabei immer auch beachten, dass Logic nur 240 Euro kostet. Das übrigens auch mal so nur noch nebenbei. Und dass eben einfach auch Leute, die jetzt keine Profis sind oder das Logic, wahrscheinlich jede andere DAW auch hat, gar nicht den Anspruch hat, jetzt nur für Profis da zu sein. Und ich finde jetzt gerade für Beatmaker, die hier jetzt nicht mit Noten umgehen können, die jetzt keine Profis sind, die können hier super kreativ arbeiten. Ich hoffe, ich konnte dir jetzt einen guten Einstieg bieten in dieses Plugin und du probierst gleich ein bisschen rum. Es macht wirklich einen riesen Spaß. Falls du noch mehr über die Updates in Logic 10.8 erfahren möchtest, dann schau dir bitte diese Videos an. Zwei Teile habe ich schon gedreht über die Mastering Suite und über den Drummer. Da erfährst du auch nochmal mehr. Ich bedanke mich jetzt ganz herzlich bei dir fürs Zuschauen, wünsche dir viel Spaß mit Logic 10.8 und wir sehen uns beim nächsten Tutorial. Bis dann!